Und das war immer noch nicht mein geplanter Amoklauf. Das war einfach mal so ein kleines Amokläufchen. Ja, nehmen wir einfach jetzt hier die Karre, wenn er mal stehen bleibt. Und gucken wir mal, dass wir es diesmal hinbekommen in den Müllwagen. So schwer kann das ja nicht sein. Es ist immer so, sobald einmal die Polizei dann an dem dran ist, ist es halt kacke. Dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Platziere es an einem abgelegenen Ort. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du... Das hat man ja vorhin schon. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus hier. Da hätten wir das nämlich auch gelöst. Einfach an einem abgelegenen Ort. Machen wir das dann am blödesten. Mach ich einfach mal irgendwo. Moment. Ich fahre einfach mal hier rechts an die Straße hoch irgendwie. Die Frage ist, ich weiß jetzt, habe jetzt schon mir verpeilt, wo dann die Mission genau stattfinden soll. Jetzt bringt das natürlich nichts, wenn ich das Flugfahrzeug jetzt irgendwie 10.000 Meilen von der entfernt mache, von da, wo die Mission stattfindet. Und das gilt das jetzt abgelegenen Ort irgendwie? Das ist da abgelegen, oder? Hier? Das ist abgelegen? Ich ruf mal Michael an, gucken einfach mal. Ah, okay. Müllwagen muss da hin. Ich packe das einfach mal an der Straße und dann probiere es nochmal. Aber hier kommt doch ein Müllwagen hin, oder? Probier's nochmal. Michael. Der ist zu öffentlich. Okay, ja, da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen. Gut, das ist schwierig. Wahrscheinlich dann einfach ein bisschen mehr in der Wüstegebiet oder so. Also wahrscheinlich kein Plan. Oder hier. Moment. Zu öffentlich, das ist ja auch assi. Ein Parkplatz oder so wäre doch gut. Hier wäre es auch gut, oder? Das ist Sperrzone. Oh, das ist zu steil. Also irgendwie haben die immer was rumzumeckern. Hier ist wieder zu öffentlich wahrscheinlich. Vielleicht hier unten? Also hier wird es ja wieder nicht gehen. Kontakte, Michael. Wie ist nochmal? Wir haben echt immer irgendwas anderes zu meckern. Also ideal wäre wahrscheinlich irgendwie ein Parkhaus oder ein Parkplatz oder so. Was haben wir hier links? So was hier können wir nicht nehmen, ne? Das ist eigentlich so eine Taxizentrale. Yay! Ach so, und das war die ganze Zeit, hat sich das schon dafür geeignet. Oh, okay, alles klar. Gut. Nehmen wir jetzt einfach den Taxiparkplatz, dann passt das schon. Also, Kontakte, Mike anrufen. So. Flugpunkt markieren. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? East Vinewood. Ist so ein Wood. Ein Taxiparkplatz. So, Mission erfüllt. Großartig. Jetzt bauen wir noch den Müllwagen und da waren, glaube ich, noch ein paar andere kleine Schritte gewesen. Ein bisschen was haben wir ja schon. Auto brauchen. Wir fahren uns solche Rotzkarren rum. Was ist denn hier los? Was rennen die denn alle weg? Weil ich die Waffe in der Hand hatte, wahrscheinlich. Nehmen wir einfach das hier. So, dann kümmern wir uns erstmal vielleicht um den Müllwagen. Oh, da vorne das Auto ist viel besser, glaube ich. Und das war vorne. Also nicht viel besser, aber ein bisschen besser, dass sie es fahren. So. Ich habe mal einen Porsche. Egal, ich bleibe jetzt bei dem hier. Los geht's, gucken wir nochmal Karte hier. Weil ich glaube, Müllwagen muss immer zufällig gerade in der Nähe sein, dann wird das mal angezeigt. Was wir hier hin jetzt endlich? Sind wir ja vielleicht da. Klau den Müllwagen, okay, probieren wir es nochmal.
fährt aber auch scheiße. Mal sehen, ob wir es jetzt hinkriegen. Ich glaube, die Polizei kommt dann trotzdem gleich wieder. Run! You don't want to end up in the back of this. Versuchen wir jetzt mal, jemanden zu töten oder so. Die Polizei ist automatisch immer hinter uns. Ja, der kommt auch gleich aus der Streife. Muss ich aber schnell machen. So. How did you not see me? Da vorne kommt auch eine Streife. Ich fahre jetzt hier mal den Pfad hier rechts hoch. Ich hoffe, ich kriege das noch hin rechtzeitig. Oh nein, hier ist Sperrgebiet. Hier ist Sperrgebiet. Oh nein. Okay, jetzt haben sie uns entdeckt. Ey, das ist wirklich nervig mit dem Müllwagen hier da irgendwie wegzukommen. Ey, das ist wirklich nervig, Leute. Wir haben immer das Radio aus. Wir müssen ein bisschen Radio hören, wenn wir verfolgt werden. Aber es würde doch reichen jetzt, wenn ich den einen wegkille. Haben wir noch... Oh nein, nein. Okay, ich komme mal wieder hoch hier. Wartet mal, ich kann ja auch einfach rausschießen. Der eine ist down. Ist auch down? Nein, noch nicht. So down. Jetzt können wir wegfahren. Also hinter einer ist noch hin. Oh, da ist doch schon wieder ein Hubschrauber. Das ist ultra nervig, ey. Da kommen jetzt richtig viele wieder plötzlich. Also man darf sich einfach nicht erwischen lassen mit dem Transporter. Ja, jetzt sind wir uns runter hier. Alter! Ich glaube, ich darf es gleich nochmal probieren. Und dann muss ich einfach wirklich gucken, dass die uns nicht erwischen. Guck mal, wie die alle runterfallen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Aber wir kommen halt immer mehr. Also keine Ahnung, wie wir das packen sollen. Der Hubschrauber nervt halt auch ein bisschen. Was machen die denn? Guckt euch doch mal an, wie die fahren hier, Leute. Die fallen ja alle. Die fahren schlimmer als ich auf jeden Fall. Ich versuche die einfach alle runterzudrehen, die jetzt kommen. Vielleicht haben wir ja irgendwann doch mal ein bisschen Platz. Und den drehen wir auch noch runter. Na komm, okay, weg hier. Mal ein bisschen Anlauf. Wie soll er runterfallen? Guck mal. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, wow, 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 das explodiert gleich das Auto, glaube ich. Ich meine, normal würde ich jetzt sagen, okay, ich schneide das einfach alles raus, so, wenn ich dir das tausendmal wiederholen muss und so, aber das ist ja so witzig, das kann ich nicht draußen lassen, Leute. Das ist ja so, es ist aber nicht mehr viel, es ist nur dieser scheiß Hubschrauber. Na gut, da kommen aber trotzdem mal mehr. Ich fahre jetzt erstmal ein bisschen weiter raus. Mal gucken. Wobei die Stelle eigentlich cool ist, weil die wirklich alle irgendwie zu blöd sind und immer wieder runterfallen. Guck mal, wie scheiße die fahren, die kommen mir nicht klar. Ah, hier ist der Staudamm, oder? Hier ist der Staudamm, Leute. Alles klar, hier waren wir ja schon mal mit dem Flugzeug gewesen. Ja, aber keine Ahnung, wie ich jetzt hier, das geht nicht. Also man muss von Anfang an, wenn man den Müllwagen hat, dafür sorgen, dass man nicht gefunden wird. Und dann schafft man es, sonst kommt man nicht mehr weg hier. Ich wüsste zumindest nicht wie. Aber ich meine, die sind ja auch noch nicht lang gefahren bei dem Staudamm, den haben wir ja nochmal von oben gesehen. Haben wir denn noch Panzerfaust? Haben wir da noch, da kann ich halt nicht nachgucken. Schade. Ich fahr mal ein bisschen, versuch mal wegzukommen hier und dann versuch ich mal mit den Raketenwerfern ein bisschen aufzuräumen. Ich schaue mal ja doch irgendwie, das ist natürlich großartig, wenn wir es irgendwie packen würden. Hier versuche ich erstmal runter zu drängen, dass wir was hinkriegen. Ja. Also. So, der ist unten. Der auch? Der auch? Der auch. Guckt doch mal, Leute, und ihr beschwert euch über meine Fahrkünste, wollt ihr mich verdeppeln oder was? So, jetzt müssen wir aber schnell weg hier. Jetzt müssen wir schnell weg hier. Wir fahren, wir fahren, wir fahren. Ich fahr einfach hier durch. Kommen die leben noch oder was? Ja, die kommen nicht mehr voran. So, wartet mal. Ich fahr jetzt einfach hier mal lang. Ey, das können wir echt jetzt noch packen, Leute. Oh nein, da vorne kommt eins. Vorne kommt eins. Das ist super schwierig jetzt. Okay, rückwärts. Ja, Alter.
Hallo? Aber ich schaff das nicht, glaube ich. Na komm, ich glaube, die haben uns schon wieder, ja. Ja, die haben uns schon wieder. Also, das Auto ist auch so am Arsch, gerade. So hier. Ich fahr jetzt einfach mal hier lang. Boah, das war aber echt knapp gewesen. Na, komm auch schon wieder nach. Wir müssen irgendwie versuchen, die hier runter zu drängen. Die können ja nicht, also es kommen natürlich unendlich welche, aber warte mal, ich versuche den erstmal jetzt runter zu bekommen. Wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. So, nicht runterfallen. Immer schön nach links jetzt. Versuch den mal runter zu drängen. So. Den auch noch. Wird bremsen und jetzt immer rückwärts. Ja, das ist schwierig. So, der ist auch schon weg. Ist nur noch der eine hier da. Der ist auch weg, der ist auch weg. Nee, wir müssen noch ein bisschen anstoßen. Wartet. Wieso müssen wir noch nachhelfen hier? Jetzt nach rechts. So, jetzt müsste er aber weg sein vom. Weg. Ja, jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Jetzt haben wir diesen scheiß Hubschrauber hier. Moment. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier oben. Oh, hört sich. Wenn er sich nicht bewegen würde. So, jetzt. So, jetzt einsteigen und weg hier. Oh nein! Das gibt's nicht. Schade, 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 okay. So Leute, probieren wir es nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt, wie gesagt, wenn ich jetzt nicht schaffe, dass die Polizei mich nicht sieht, dann werde ich einfach einen Cut reinsetzen. Und da hat sich dann die Sache. Aber ich meine, das lasse ich jetzt auf jeden Fall noch drin, das war ja lustig gewesen. Man weiß ich nicht, 10 bis 15 Polizeiautos haben wir einfach mal den Canyon da runtergehauen, beziehungsweise den Staudamm rein. Was heißt also wir? Also ich meine, die meisten davon sind ja selber reingefahren. So gut, dann machen wir noch zu dem Hals hier. Wahrscheinlich wird gleich wieder der Müllwagen bei uns in der Nähe sein. Aber auch das war noch nicht der Amoklauf, wie gesagt. Also da wird auf jeden Fall noch ein Panzer geholt und so. Gerade den Panzer bin ich ja mal gespannt dann. Müssen wir irgendwann mal in diesen Armeestützpunkt einbrechen. Aber ich weiß halt nicht, ob man da einfach reinstürmen soll, sich den Panzer klauen oder erstmal alles aufräumen. Aber ich wahrscheinlich reinstürmen irgendwie. Das muss ich mal gucken. So, Hermann, Hermann, Hermann. Diese ausbremsen. Guck mal, ja, Trevor hat hier Fahrskill-Punkte bekommen. Cool. Grüßt euch, Leute. Ich mach gleich mal Musik an hier. Ja, machen wir nochmal Channel X hier. Passt zu Turbo. So, bring den. Ja, ja, das muss ich erstmal nicht machen. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir keine Polizei. Dass wir von der Polizei wegkommen. Das ist wichtig. Problem ist, wo ich jetzt gerade fahre, habe ich keine Ausweichmöglichkeit. Das ist schon wieder blöd. Ah, hier ist erstmal keine Polizei. Das ist gut. Ich werde auch versuchen, die Musik ein bisschen an die Charaktere natürlich anzupassen. Also wenn wir Franklin haben, dann werde ich ja sowas wie Rest Coast, weiß ich nicht, gibt es auch verschiedene Sender, ein bisschen Hip-Hop reinhauen. Bei Michael muss ich mal gucken, wahrscheinlich eher so Oldies und Classics, wobei da gerade muss man aufpassen, dann wegen GEMA. Wenn so sehr bekannte Mainstream-Mucke kommt. Und das ist jetzt schon wieder scheiße hier, ich muss jetzt hier schnell nach rechts rein. Oder? Ja. Ich fahre jetzt hier mal rechts hoch. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Könnte ich mir vorstellen. Hier wieder rechts. Versuch erstmal nur, irgendwie wegzukommen. Ja, wir müssen das jetzt gleich mal geschafft haben hier. So. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, endlich. Sehr gut. Was ist denn das hier? Das ist eine Baustelle einfach nur, ne? Das ist eine Baustelle. Wollen die hier noch Häuser bauen, oder wie? Sieht so aus. Gut, Leute, wir haben es endlich geschafft. Dann machen wir jetzt, bringen wir das erstmal zum FIB, das Fahrzeug. Ah, das tut gut. Aber ich meine, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen gezogen, aber das ist halt GTA. Und ich fand es auf jeden Fall ultra witzig.
70s and today is that we have a whole lot more uptight, uneducated white people now. Yeah. Aber man hat ja auch wirklich eine riesengroße Auswahl, was ja die Radiosender angeht. Also da werden wir alles mal nach der Zeit mal durchhören. Aber dadurch, dass sie sowieso immer ein anderes Auto, andere Radiosender bedeutet und ich das nicht jedes Mal wechseln werde, werden wir das sowieso alles mal hören. So, ja, einfach hier weiterfahren. Bin ich froh, dass wir das mal geschafft haben. Also so schwer war es dann gar nicht letztendlich gewesen. Und manchmal hat man halt auch ein bisschen Pech und da kommen halt von beiden Seiten Polizeiautos und dann kann man damit nichts machen. Aber ansonsten war es dann natürlich nicht so schwer. Dann lass den Müll rein. Okay. Wir standen 50% in den Staub, 94%, aha. Ja, gut, war aber klar gewesen, die haben einfach übelst lange gebraucht. Diese eine Mission. Gut, als nächstes, ich glaube, das ist sogar noch markiert, wo wir hinwollten. Ich guck nochmal, oh, das war gerade Konferenz gewesen, hören wir uns gleich an. Gerade. Ja. Randale. Och Leute, lass mal hier noch die Randale machen. Hab ich Lust, wenn wir gerade in der Nähe sind. Sanitation trucks there now, so don't you bother.